Hallo, it's the Crymax hier, was Gary Paulberger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Meine Freunde, wir sind hier gerade bei uns zu Hause, bei unseren nicen Autos, bei dem Lambo, bei dem Rangy. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP. Und Leute, ich muss sagen, ich muss mich erstmal bei euch... Oh ey, warte mal jetzt, was nervt denn jetzt mein kleiner Bruder? Ich wollte gerade sagen, ich muss mich erstmal bei euch bedanken, weil ich hatte ja am Samstag, am Wochenende Geburtstag gehabt. Und Leute, vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche, ich küsse eure Herzen. Aber da wir auch gerade beim Thema Geburtstag sind, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie mein kleiner Bruder hier, der Paulberger, meine ganzen Freunde, keiner hat mir gratuliert. Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von denen. Aber wir gucken mal, was der will, vielleicht will er mir jetzt gratulieren. Was geht ab, Paulberger? Hey, ja, Max, ich hab da was für dich im Büro, ja? Oha, ey, Leute. Vielleicht hat er jetzt, vielleicht kriege ich jetzt endlich mal was geschenkt. Irgendwie, ich habe schon das Gefühl gehabt, alle meine Freunde haben mich vergessen. Ihr seid Ehrenmänner. Ihr habt an mich gedacht, aber irgendwie meine Freunde alle nicht. Ja, Paulberger? So, hier, nimm das mal. Ich brauche dein Unterschrift, weil du mein Erziehungsberechtigter bist. Deswegen Schule. Hä, hast du wieder nur Scheiße gebaut, oder was? Nee, deswegen Klassenausflug, damit ich da mitmachen kann, ja? Ja, okay, hier, ich hab's unterschrieben. So, danke. Ah, und Max, was noch Wichtiges ist? Ja, ja. Kannst du mich zur Schule fahren? Ja, okay, ich fahr dich zur Schule, Paulberger. Ja, danke. Hey, Leute, Mann, irgendwie, selbst mein kleiner Bruder denkt nicht mal, hat nicht mal an meinen Geburtstag gedacht. Ich meine, ist ja okay, man kann es nicht von jedem den Geburtstag merken, aber nicht mal so nachträglich oder so. Meine ganzen Freunde haben mich auch nicht angerufen. Ah, okay. Ja, komm, Paulberger, ich fahr dich zur Schule. Naja, gut. Wer weiß, vielleicht waren die Leute am Wochenende ja beschäftigt und jetzt irgendwie, keine Ahnung, heute montags oder so. Vielleicht melden sich meine Freunde ja später noch bei mir. Willst du mit Lambo oder Rangy fahren, Paulberger? Ja, Lambo natürlich, ey. Ja, okay, gut, dann fahr ich dich mit Lambo zur Schule. Du fahr mir zur Schule. So, okay, okay. Ey, und Max? Ja, ja? Hast du vielleicht noch ein bisschen Geld? Jetzt will der auch noch Geld von... Ja, Paul, kleiner Bruder, du kriegst auch noch Geld. Ist okay. Kriegst Danke. Du mit. Kein Problem. SU ruft gerade an. Hallo? Hallo, Max? Ey, SU, was geht? Vielleicht denkt Max, er jetzt an mich, Leute. Alles klar bei dir? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Max, ich hab nicht so viel Zeit zum Reden. Komm einfach zu mir jetzt gleich vorbei, okay? Okay, komm einfach. Komm okay, einfach. Alles klar, SU. Vertrau mir. Jo, ciao. Ey, Leute, vielleicht... Das hat sich so angehört, als würde SU vielleicht mal die Jungs eine Überraschungsparty für mich bei SU. Er meinte, ich soll vorbeikommen, Notfall und so. Egal, wir bringen jetzt erstmal Paulberger zur Schule und dann fahren wir mal bei SU vorbei. Ich meine, SU ist so ein stabiler Bruder, der hat bestimmt nicht meinen Geburtstag vergessen. So, Paulberger, jetzt hier aussteigen, aber mach heute keinen Blödsinn in der Schule, ja? Ja, gibst du mir noch ein bisschen Geld? Ah, ja, warte, ich gebe dir noch ein bisschen Geld. Ey, mein Gott. Aber noch ein bisschen mehr extra, weil ich muss Susi zum Essen erinnern, die hat heute Geburtstag. Du weißt den Geburtstag von Susie. Ja, klar. Wann hab ich eigentlich Geburtstag? Keine Ahnung, jetzt gib doch einfach das Geld, ich hab keine Zeit. Ey, Leute, er merkt von irgendeinem Mädchen direkt den Geburtstag, nicht vom Bruder. Ja, ist okay. Warte mal, ich geb dir was. Oh, so, hier, nimm. Danke. Hey, Leute, Mann, der Junge. Schade, schade. Mein kleiner Bruder denkt nicht mal an meinen Geburtstag. Einfach nur noch traurig. Aber egal, Leute. Wie gesagt, wir fahren jetzt mal zu SU. Der hat meinen Geburtstag bestimmt nicht vergessen. Let's go. Ey, Leute, wie cool wäre das, wenn ich jetzt eine Überraschungsparty oder so bekomme und all meine Freunde jetzt hier sind bei SU. Hä, hey, warte mal. Hä? Was macht der denn da? Hallo, SU? Ach, da bist du ja endlich. Max? Ja? Du bist doch übelster Auto-Pro, oder? Guck ja, dir das schon. Mal an. Guck dir mal mein Auto an. Mein Auto springt einfach nicht mehr an. Hey Leute, hat er mich jetzt nur geholt, damit ich nach seinem Auto gucken kann oder was? Ach, guck dir das mal an, Bro. Ja, ja, warte, ich guck mir das mal an. Warte, ich check das mal kurz. Okay. So, egal, ich helfe natürlich Essi. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Okay, also Motor geht an, aber... Oha, irgendwie... Warte mal. Da klemmt irgendwas, ja, checkst ja, du, ne? Das liegt am Getriebe, das liegt nicht am Motor. Okay, guck dir das mal an. Ich kann den, wenn du willst, mit zu mir in die Werkstatt mitnehmen. Ja, das Problem ist, überall in Los Santos heute hat einfach alles zu. Alle Werkstätte sind zu, ich check das ja selber nicht. Aha, okay. Aber ja. Krass, dass du hier bist, komm mal mit. Okay. Ey, warte mal, er sagt mitkommen, vielleicht hat er mich doch nicht vergessen, Leute. Ey, also Max, ich muss dir was erzählen, Bro. Ja, SU? Guck mal, du bist doch ein guter Freund, ne? Ja, klar, natürlich. Und ich hab dir doch auch schon so oft geholfen, ne? Ja. Und deshalb, Max, komm rein! Und? Kannst du mein Zimmer sauber machen, Bro? Letztes Mal habe ich auch dein Zimmer sauber gemacht. Hä, willst du mich gerade verarschen? Wie, ich verarsch dich nicht. Du kannst mir doch auch mal helfen. Ich hab dir letztes Mal auch nicht geholfen. Ich mach dein Auto doch jetzt. Warum soll ich denn jetzt dein Zimmer aufräumen? Ja, du kannst mir doch kurz helfen, mein Zimmer aufzuräumen und dann machen wir zusammen das Auto reparieren. Ich mach das alleine, alles gut. Danke, passt schon. Ich mach Max, das schnell. Ja, was ist denn? Warum bist du so abgefuckt? Nein, ach, alles gut, passt schon, SU.
Ey, Leute, der hat auch nicht an mich gedacht. Was ist das denn? Warte, SU, ich kümmere mich kurz um dein Auto. Ich mach das. Ja, ich küsse doch dein Auge. Danke dir. So, dann schauen wir mal hier unter die Motorhaube drunter. Hast du eine Taschenlampe für mich, SU? Ich guck mal, ich hole eine Taschenlampe. Ja, hol mal kurz eine Taschenlampe. Ich brauche mal kurz Licht hier. Hier, nimm sie. Ja, okay, danke, SU. So, ich guck mir das mal kurz hier an, was du hier mit deinem Auto wieder gemacht hast. Okay. Ja, ich glaube, das liegt an den... Ja, okay, das müsste... Ja, das ist eindeutig am Getriebe. Das sieht man, ja. Das liegt am Getriebe. Du, SU, ich würde sagen, ich kann das jetzt hier vor Ort leider nicht reparieren. Ich schicke dir später einen Abschleppwagen vorbei von meiner Werkstatt. Ja, der muss mit in die Werkstatt kommen. Warte, ich guck mal selber. Max, ich glaube, da funktioniert doch alles. Ich muss jetzt weg. Tschüss. Hä, wie jetzt? Auf Wiedersehen. Hä? Trotzdem danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gerne. Okay. Ja, egal. Keine Ahnung. Aber, ey, irgendwie hat der auch wieder nicht an mich gedacht. Ey, Leute, ich find das schade. Ich bin irgendwie echt enttäuscht von meinen Freunden. Ich meine, ich erwarte doch nicht mal Geschenke, Mann. Mir ist doch eh egal. Ich hab doch alles. Aber ich dachte so, das wären so gute Freunde von mir, dass sie zumindest meinen Geburtstag wissen. Nicht einer hat mir gratuliert, bist du mal mein kleiner Bruder. Aber warte mal, mein Handy klingelt hier gerade schon wieder. Ey, ist Russak. Yo, Russak, was geht? Hey, Bro, was machst du gerade? Ja, ich war gerade bei SU, was geht bei dir? Ey, ja, was richtig, richtig krankes. Komm schnell, ich schick dir meinen Standort, ja? Ja, okay, ich komme, Russak, ich komme. Komm schnell. Ey, Leute, Russak, komm, der Bratan, der hat bestimmt an mich gedacht. So, okay, Leute, der hat mir Standort geschickt, wir fahren jetzt mal schnell zu Russak, let's go. Ey, Leute, wo führt mich denn der Standort von Russak hin? Wir sind schon voll weit aus der Stadt draußen. Marsch, hier hinten! Ja, Russak, was geht? Ey, steig kurz bei mir ein, wichtig. Oh, okay, ja. Ich hab da was für dich, komm mal. Ey, Leute, er sagt, ich soll einsteigen, er hat was für mich. Ja, Russak, was geht denn so? Ey, Bro, auf jeden Fall, ich brauch dich, ne? Du hast ja Zeit mitgenommen, oder? Ja, schon, glaube ich mir. Ey, Leute, vielleicht, ich glaube, er hat an mich gedacht. Russak hat bestimmt an mich gedacht. Jetzt gibt's eine fette Überraschungsparty. Ey, du weißt ja, ich habe ja sehr oft für dich gearbeitet und so. Ja, ich habe dir oft geholfen auch und so, ne? Du hast mir geholfen, ich habe dir geholfen. Aber jetzt guck mal, was hier ist. Ich brauche jetzt ein bisschen deine Hilfe. Ey, Agent Russak hier, genau, danke. Ey, und zwar, Bro, ey, ich kann das jetzt nicht alles allein machen. Du musst mit mir hier ein bisschen, komm mit, den Tatort, ja, ein bisschen entsorgen. Hier ist ein Tatort. Ja. Hä, was? Ja, klar, hier, meine Arbeit, Bro. Ich habe dir nicht erzählt, deswegen musst du mir kurz hier helfen, ja? Ja, okay. Packst du mit an? Ja, wir machen das. Ey, oh mein Gott, hier liegen ja Leichen. Packst du mit an? Wir müssen die in den Transporter reinmachen. Russak, ich glaube, ich bin der Falsche dafür. Ich kann doch keine toten Leute anfassen. Hey, Max, ich hab dir auch immer geholfen. Jetzt lass mir mit mir, hilf mit mir. Ja, okay, wie soll ich das denn machen? Ja, einfach hier, zack, und rein damit. So, zack, die erste. Ja, okay, dann. Denn der zweite, mach zack, du das und mal. Rein. Okay. Ey, danke. Gerne. Ey, Max, warte noch. Ja. Ich hab noch etwas für dich, so, ja? Ich dachte, das ist so eine süße Überraschung, wenn ich dich zu meinem ersten Tatort mitbringe und ich lass dich nicht mit leeren Händen gehen. Ja. Du kriegst von mir den originalen Bericht von diesem Tatort, Mann. Cool, oder? Ja, super Geschenk, dankeschön. Yeah. Was für, das ist kein Geschenk, Bro. Das ist eine Erinnerung, dass du mir geholfen hast. Alles gut. Okay, danke, Russak. Zum Lambo kannst du hinlaufen, gell? Ja, okay, tschüss. Hey, ciao. Leute, was ist das denn? Ich dachte, ich krieg jetzt irgendwann mal ein Geschenk oder... Wohl, wisst ihr was? Scheiß auf die Geschenke. Das ist mir eigentlich echt egal, aber nicht einer hat mal an mich gedacht. Auch hier, er ruft mich, dass ich ihm helfen kann, irgendwelche Leichen wegzutragen an einem Tatort. Und ich krieg einen Leichenbericht geschenkt. Tolles Geschenk. Tolle Freunde habe ich da. Ey, Leute, ich glaube, ich brauche neue Freunde, ehrlich, ey. Das ist doch hier nix. Komm, wir gehen jetzt mal zurück in den Lambo. Mann, wo habe ich denn mein Lambo nochmal geparkt? Ach so, ey, der hat mich ja im Auto hergefahren. Jetzt muss ich auch noch zurücklaufen. Ey, Mann, was ist das denn heute? Oh, ey, jetzt muss ich hier noch die ganze Zeit diesen Weg hochlaufen. Ey, danke, Max, nochmal, gell? Ja, gerne, Russak. Ey, kannst du mich nicht mitnehmen? Oh, jetzt ist er. Ey, nicht mal. Warum nimmt er mich denn nicht mal mit? Wollen mich hier alle. Ey, ich fühle mich so hintergangen von meinen ganzen Freunden. Ey, ja, warte mal. Ey, mein Handy klingelt schon wieder. Da ist Amir. Ich geh mal ran. Ja, Amir, was geht so? Ja, ich dachte, du kommst mal vorbei, Bro. Ja, klar, gerne komme ich vorbei. Wo bist du? Bist du zu Hause? Ja, zu Hause, Digga. Würde mich übelst freuen. Komm vorbei, ja. Okay, super. Bis gleich, Amir. Super, tschüss. Gleich. Ey, Leute, Amir hat bestimmt... Ey, komm. Amir hat Safe Call an mich gedacht. Mein alter Tuning-Bruder. Mein alter Bratan, Amir.
Er sagt, ich soll mal zu ihm nach Hause kommen. Wisst ihr was, wir fahren da jetzt einfach mal hin. Der wird bestimmt an mich gedacht haben und let's go. So, Leute, wir sind hier gleich bei Amirs neuer Villa angekommen. So, ich bin jetzt mal echt gespannt. Ey, was da ist... Marc! Yo, was geht, Amir? Was komm, geht? Komm, steig aus, nicht weiter rein. Das ist eine Überraschung, Digga. Oh Überraschung, Gott, endlich. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, Alter. Dir das zu zeigen, Max. Oh mein Gott, Amir hat an mich gedacht. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Es gibt doch... Ich habe doch noch gute Freunde. Ja, ja, was geht? Was gibt's hier? Digga, ey, wirklich. Guck dir das neue Auto an! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was sagst du dazu? Was ist das für ein Geschenk, hä? Alter, was für ein krasses Geschenk. Roter Urus, Mann. Ey, Armin, du bist der Beste. Vielen Dank, Mann. Ja, gerne, dass ich davon teilhaben. Digga, ich hab mich einfach selber beschenkt. Wie krass ist das denn, Max? Die ganze harte Arbeit, die ich damals geleistet habe bis jetzt. Hab ich mir einen roten Urus einfach selbst geschenkt, Alter. Als hätte ich Geburtstag. Ach so, ey, so geil, ich dachte, Alter. Was sagst du dazu, Digga? Ich wollte deine Meinung davon eigentlich abholen. Ja, der sieht übelst gut aus. Richtig schön. Fahr mal hier raus ins Sonnenlicht. Ja, er sagt selbst geschenkt, als hätte ich Geburtstag. Mann, ich hab doch Geburtstag gehabt am Wochenende. Niemand hat an mich gedacht. Ja, richtig. Ich dachte, der wäre für mich, Amir. Ey, was für... Digga, ja, okay, ich schenke den Urus, Alter. Willst du noch meine Leber haben? Ey, Max, ich hab gleich ein Date mit einer alten. Ja, Digga, ich würde den Urus so imponieren. Ey, Digga, ey, wenn du willst, Bro. Ja, weil du willst ein Geschenk, kein Problem. Ich hab noch ein paar Getränke, kalte Getränke im Kühlschrank. Kannst du ruhig gönnen, ja? Okay, danke. Oh, ja, nein, sieht auf jeden Fall cool gut, aus. Digga. Tschüss. Boah, geil, tschüss. Leute, jeder hat den iCrimex vergessen. Jeder hat mich vergessen. Alle meine Freunde. Wisst ihr, was auch richtig traurig ist? Nicht mal Turn hat mich angerufen am Wochenende. Ach, ich hab Scheiß drauf. Ich fahr nach Hause, reicht für heute. Soll Paul Berger später mit dem Bus fahren. Ja, wer mich nur noch Geld anbettelt für Susi, weil die heute Geburtstag hat und nicht mal den Geburtstag von seinem großen Bruder kennt, soll der mit Bus heimfahren. Mir ist egal. Leute, ganz ehrlich, alle haben mich vergessen. Keiner weiß mehr, was zu schätzen. Schade. Alle haben irgendwie gefühlt vergessen, was ich immer für die gemacht habe. Ah, echt kein Bock mehr. Ich fahre jetzt einfach nach Hause, Leute. Scheiß drauf. So, Leute, in meine Einfahrt rein. Reicht mir ehrlich heute schon wieder, ne? Ich sage euch, oh Gott, oh nein, jetzt habe ich doch den Lambo gecrashed. Scheiße. Ey, heute ist nicht mein Tag. Heute ist einfach nicht mein Tag. Ja, aber so ist das halt im Leben. Es gibt manchmal gute, mal gibt es schlechte Tage. Ja, auch bei einem iCrimex gibt es auch mal schlechte Tage. So ist das halt einfach. So ist das halt einfach. So, jetzt erstmal rein und ich werde mich jetzt einfach nur auf die Couch chillen und entspannen. So. Oh Max! Mann, Leute. Max! Tuan? Was geht ab, du Couch-Potato? Ja, was geht bei dir? Ich hatte heute. Was ist das hier, du Couch-Digger? Heute ein wunderschöner Tag, aufstehen! Ja, aber ich hatte heute nicht so einen guten Tag. Ich will nur noch auf der Couch chillen. War nicht so gut heute. Goldigen. Max, bevor ich dir gleich eine Schelle gebe, komm mit raus! Boah, er hat mir eine Schelle gegeben. Ey, Leute, vielleicht Turan. Komm, Turan ist wirklich mein bester Freund. Er ist mein Bruder. Ja, der hat bestimmt an mich gedacht. Ey. Was du hab heute gemacht? Ja, ich hab Paul Berger zur Schule gefahren. Dann war ich kurz bei SU, Amir, Russik. Ja. Sehr dieser Tag. Komm, steig in Toulouse ein. Ey, Leute, vielleicht hat er wirklich was Krasses geplant für mich. Aber ey, er hat mir bis jetzt auch noch nicht gratuliert. Ich freue mich mal nicht zu früh. Ich scheiß drauf. Ja, was ist los, Turan? Eigentlich, ich wollte noch ein bisschen warten. Aber wir haben noch etwas Wichtiges voll. Ey! Wir haben noch sehr, sehr Wichtiges voll. Ja, ja. Das ist eine Überlastung, ja? Das geht so nicht. Also wenn sie einfach erzählen, überlässt du ja kaputt. Turan hat eine Überraschung für mich, Leute. Ja, okay, cool. Was ist denn die Überraschung? Also was machen wir? Wo geht's hin? Ja, das ist. Du kennst doch Turan. Turan kommt mit Überlastung, mit eigenen Dingen. Das ist jetzt ein Step-by-Step-Plan. Okay, ein Plan. Das heißt, Leute, du lässt nicht auf mehrere Sachen ein, ja? Okay, klar, natürlich, bin bei allem dabei, Turan. Sehr gut. Also so, als allererstes, wir müssen wohin fallen und da muss ich dir was zeigen. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit, let's go! Ja, ich bin geheim! Let's go! Ey, Leute, ich bin so gespannt, wo Turan mit mir hinfährt. Er hat gesagt, er hat einen krassen Plan und Überraschung für mich. Und Turan hat eigentlich immer krasse Überraschungen. Er schenkt ja sogar meistens krasse Sachen, wenn ich nicht mal Geburtstag habe. Okay, let's go. Turan, wo sind wir hier? Wir sind ja mitten in der Stadt. Ja, wir müssen erst ein paar Sachen. Ja, natürlich. Weißt du, eine gute Plan muss blau eine gute Vorbereitung, richtig? Okay, wir sind hier bei mir beim Autohaus. Okay. Ja, dein Auto ist egal. Ja. So, Max, pass auf, ja? Ganz wichtige Sache hier. So, erstmal. Okay. Ja, verdammt, die sind wieder alle geflüstert hier. Alles klar. Kein Problem. Max, das ist nicht wichtig, weil immer wenn du einen Plan A siehst, gehen du aber einen Plan B. Richtig? Ja, hält. Warum? Das ist wichtig im Leben. Warum bist du gerade zu den Families reingefahren, zu dieser Gang? Hast du wieder Streit mit denen? Ah, Quatsch, ich habe mit niemandem Streit. Okay.
Sehr großer Weg, das Kleid mit Leute, Max. Bin ich so kleinsüchtig? Ja, nee, aber... Hey, Leute, das ist ein bisschen ein komischer Ort für eine Überraschungsparty in der Grove Street. Hier sind ja übel viel Gangs und so. Wieso? Hä? Wer sind die denn? Ganz kurz, gib mir 2 Sekunden, ja? Ja, okay. So. Was macht Huren denn? Sag mal! Hier, was ist los? Hast du alles vorbereitet, wie ich dir gesagt hab? Ey, hat er vielleicht meine Geburtstagsparty vorbereitet hier, die Leute? Ey, schau mal, Tuan, das geht so nicht einfach. Du kannst dich immer hier reinplatzen und das von uns immer alles jetzt hier mein Geschenk? Hier, was könnte, vielleicht in der Garage ein Auto oder so? Warte mal, ganz kurz. Sag mal, ich hab dir Eishacke gemacht und du weißt, wenn Tuan was sagen dann, Tuan will das alle einhalten, das. Ja, ist ja right, aber ich kann nicht... Was wie gesagt, da? Alter, das ist zu viel. Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Mit das, was ich vorhab, da gibt es kein Gieße zu Zwielig oder sonst wie gesagt. Was krasses vor, sagt er. Aber was denn? Mein Gott, Alter. Da hinten in dem mal, Haus. Sag mal, ich sage dir das letzte Mal, ja? Entweder das funktioniert jetzt oder ich werd sauer. Weißt du was, Tuan? Ich scheiß drauf. Ja? Du kannst über den anderen machen. Sag mal! Was oh mein Gott, Tuan! Du warst mit dir, ne? Tuan, lass mich nicht, dass ich für alle sauer nehme, was ich vorbereite. Tuan, warum hast du die abgeknallt? Wie, warum? Weil die nicht eingehalten kann. Oder hinten kommt noch welche. Ach du Scheiße. Okay, ich helf dir. Oh nein. Ach du Kacke. Komm was geht denn jetzt hier ab? Auf einmal Gangschießerei hier. Ich dachte, hier kriegt eine Geburtstagsüberraschung. Jetzt bin ich hier in eine Schießerei noch verwickelt. So. Und wisst ihr, was das Traurigste ist, Leute? Tuan hat nicht auch einmal alles Gute gesagt. Scheiß mal auf Geschenke, hat nicht einmal alles Gute gesagt. Oh, Tuan, warum du so mocken? Wo ist das? Wenn du die Straße, wo die Jungs hergekommen sind, die haben es beschützt. Na, geh warum nicht gleich so? Sag mal, was schön mit dir Geschäfte zu machen, aber das ist jetzt vorbei. Na! Oh mein Gott, er fackelt dir ab. Tuan, lass sie abhauen, Ja, blutig. Boah, da kommen noch welche. Ach du Scheiße, okay, stopp, okay. Stopp, du musst hier links abbiegen, hat er gesagt. Okay, hier rechts abbiegen, ja. Ah, da ist Doc. Oh mein Gott, vielleicht war das da, oh mein Gott. Was für ein krasses Auto, Rolls-Royce Cullinan. Ja, willst du damit fallen? Ja, ist das meiner? Steig ein! Oh mein Gott, Leute, Tuan hat mich doch nicht vergessen, Rolls-Royce Cullinan. Oh mein Gott, was für ein krasses Auto. Ja, okay. Ey, Leute, das war... Ach, deswegen meint er mit Plan und so. Er wollte mich zuerst ein bisschen pranken mit Schießerei und jetzt kriege ich einen Rolls-Royce von ihm geschenkt. Das war Nummer 1, Step 1. Ja, wie cool ist das denn? Cooles Auto. Ja, stopp, Step 2 muss jetzt aber noch kommen, ja? Ey, aber sowas Großes wäre doch nicht nötig gewesen, Tuan. Doc, wollte ich dann teilhaben lassen, oder? Ja. Du bist mein bester Freund, natürlich hole ich dir bei sowas mit. So, dann bitte einmal dahin fahren, ja? Wir müssen zu Armenien. Okay, ja, jetzt noch... Hä? Krieg ich jetzt noch ein Geschenk, Leute? Oh mein Gott. Jetzt noch mal zu den Armeniern. Ey, Leute, Tuan, bester Mann, er hat an mich gedacht. Let's go. Aber irgendwie komisch, dass er nicht mal Happy Birthday gesagt hat. Hier, lässt bitte, ja? Vielleicht sagt man das ja bei ihm nicht so in der Kultur. Ja, okay. Nein, du machst falsch. Warte, gehst du mal allein. Wir müssen das Auto mit Lein blingen. Ach so, okay. Ja, ich wollte nicht irgendwie auf dem Privatgelände einfach drauf fahren. Du bist ein lieber Mann. Aber glaub mir, das geht schon so, ja? Okay. Max, aber jetzt, ne? Jetzt Verhandlungen. Was kommen da? Du musst wirklich Fingerspitzengefühl. Das wird jetzt hier keine Ballerei. Okay, ja. Weil das ist jetzt hier ein ganz wichtiges Ding. Okay, ich verstehe, ja. Alles klar, komm mit. Hä, was soll ich denn? Warum hat Tuan schon wieder eine Waffe in der Hand? Sandlo! Hey, komm, Brenda, komm hier hinten hin. Ah, da ist er doch. Hast du alles mitgebracht, was ich wollte? Ja, Big, haben du auch alles mitgebracht? Ja, natürlich, aber der Typ soll mal ein bisschen 2 Schritte zurückgehen, da. Ja, okay, ich gehe ja schon zurück. Was reden denn da, Loki? Also, alles da, ja? Steht auf dem Dings. Ich kriege gerade Funk. Hi. Ja, okay. Perfekt, aber alles funktionieren, ha? Tuan, wir haben eine Freude, wieder mit dir Geschäfte zu machen. Ja, egal, gell? Vergiss aber nicht die ganzen Informationen. Dankeschön. So, mitkommen, Max. Ja, okay, Tuan. Was hast du denn jetzt mit dem geregelt hier? Oh, der hatte sehr heiße Akten vom FIB hat er am Start gehabt. Deswegen habe ich dieses Kalinen besorgt für den. Ach so. Wie für den? Das war jetzt Plan 2. Ach so, das war... Der Kalinen war gar nicht für mich. Nein, Max, du musst doch Geschäfte machen. Kann ich mal alles versenken? So, au! Das Auto müssen wir uns kurz ausleihen. Okay. Ja, gut, Leute, dann... Jetzt kommt Plan gleich! Hab ich mich wohl zu früh gefreut, ja? Okay, ja, ey, Tuan, kannst du mich auch gleich nach Hause fahren? Ich will lieber mich ausruhen heute so. Ja, jetzt kommt der letzte Teil vom Plan.
Ja, okay, komm ich halt nochmal mit. Ja, hey, sehr Leute, gut. Leute, ist doch scheiße, Mann. Nicht mal Thuan, mein bester Freund, hat an mich gedacht, Mann. Ja, komm, schauen wir uns mal noch an, was jetzt der letzte Schritt ist. Hey, wo fahren wir denn hier hin? Wir sind schon übelst weit jetzt aus der Stadt rausgefahren. Thuan, wo fahren... Hey, Thuan, das ist doch dieses Wochenendhaus, was ich dir mal geschenkt habe. Ja, richtig. Das benutze ich für verschiedene Sachen, weißt du? Okay. Hier mag ich Planungen, hier mag ich Geschäfte. Okay. Und das Wichtigste ist, Max, komm mit. Ja. Bist du bereit? Ja, was? Hä? Hier mag ich auch Überlassungsparty, Happy Birthday! Oh mein Gott! Was? Ey, ihr habt ja doch an mich gedacht. Natürlich. Normal, das war alles Show vorhin. Was Alter. Du vergessen oder was? Oh mein Gott, wie krass. Ey, ihr seid ja alle da, meine ganzen Freunde und so. Und oh, ihr habt auch ein paar Ladies hier am Start. Alter. Wir haben noch viel mehr, Bro. Ey, ich dachte schon, ihr habt mich vergessen, Lippen, Alter. Alles Gute, Max. Ey, vielen Dank. Ich dachte schon, ihr habt mich vergessen. Happy Birthday to you. Danke, Thuan. Danke. Happy Birthday, lieber Max. Happy Birthday to you. Oh mein Gott. Thuan, danke fürs schöne Singen. Dankeschön, danke. Das bitte ich schon gerne. Wenn ey, guck mal, Susi ist auch hier. Aber warte mal, ist nicht Paul Berger auch hier? Ja, Max, ich stehe hinten. Ach so, Paul Berger ist auch hier. Nice. Alle meine Freunde sind hier. Oh, Max, dein Geschenk ist draußen angekommen. Hä, ich krieg noch ein Geschenk. Oh, warte, ich höre da einen Hupen. Warte mal, ich geh mal kurz gucken. Ich krieg sogar einen. Es ist doch der Kalinen. Was geht, Max? Ey, Amir, was geht? Alter, vielen Dank, Mann. Ey, da bist du drauf reingefallen. Ja, ich dachte echt. Ich vergessen. Mann, ich dachte echt, ihr habt mich alle vergessen, Jungs, Mann. Ja, wir haben gedacht, Bro, du schießt auf Rolls Royce. Da haben wir gedacht, komm, Digga, wir schenken dir einen. Ey, vielen Dank, Jungs. Aber ey, scheiß mal, also Geschenk wäre mir egal, aber ich dachte schon, ihr habt mich alle vergessen, Mann. Ich war schon traurig. Ja, ich dachte schon, meine Freunde hätten mich vergessen. Dein Maul, Alter. Ey, Jungs, ihr seid doch die Besten. Okay, dann würde ich sagen, lasst ein bisschen feiern gehen. Let's go! Let's go! Let's go! Leute, ich würde sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Meine Freunde haben mich doch nicht vergessen. Lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crymax.